So, wir machen weiter. Wir stehen noch im Wasser. Palim, kann der Gute schon wieder nicht mehr. Eine kleine Verschnaufpause. Wupp. Muscheln. Also an seiner Ausdauer muss er noch ein bisschen arbeiten. Wir sind durstig, wir werden gleich mal was trinken. Oder wir können es auch gleich machen. Unser ökologischer Fußabdruck. Stöcker? Nicht wirklich, ne? Zeigt zumindest nichts an. Kein Ewi einsammeln. Oh, jetzt fängt es wieder an zu schneien. Naja, noch kälter kann es wohl nicht mehr werden. Aber immer wenn es schneit, dann können wir relativ schlecht sehen. Nicht so schön. Gucken ist dann schon ganz schön anstrengend, mein lieber Mann. Ist das da ein alter Baum? Na mai. Der scheint ja auch einen Weg hochzuführen.
nicht, ob wir das wollen. Wollen wir das? Führt ja jetzt auch zu nichts Besonderem. Oh, da haben wir scheinbar schon mal einen Speicherpunkt gebaut. Quatsch. Das ist ja witzig. Na los, dann gucken wir mal. Weit entfernt dürfte es jetzt doch eigentlich gar nicht mehr sein. Das müssen wir gleich nochmal. Wir müssen ihm auch mal eine. Quatsch. Wir müssen ihm auch mal eine Nummer geben. Was ist noch frei? Ich weiß gar nicht, was noch frei ist. Ja, wir sind eigentlich gleich da. Ach, da sehe ich es doch schon, oder? Die weiße Plane da. Geradezu. Das sieht gut aus. Ich dachte, es ist ein Stock. Schade. Oh. Guten Tag! Danke! Nett! Oh. Wir nehmen das mal mit. Wo ist denn jetzt das andere hingefallen? Na toll. Wir haben doch jetzt nur einen Baumstamm auf, also einen Stock aufgesammelt, oder? Nee, doch beide. Na gut. Ja, ich bin sehr leicht zu erschrecken. Von daher, alles gut. Alles gut. Du hast es ganz toll gemacht. Ja, Kuti, der nutzt das ja auch immer. Oh, hier sind ein paar Boote. Das gucken wir uns doch nochmal an. Und Steine und sowas brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ist okay. Also ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken gab es jetzt hier. Aber sonst scheint hier nicht mehr angespült worden zu sein. Wenn hier Boote sind, dann hier auch noch irgendwo ein Lager. Wir schauen mal. Aber na, ich kann jetzt nichts weiter sehen. Jetzt wird es aber wahrscheinlich auch bald dunkel.
Wir werden dann also gleich irgendwo unser Lager aufbauen. Ist dann doof. Oh, das mit diesem Schnee, ja. Okay, Wale. Sehr nah an der Küste. Krass. Ist auch das erste Mal, glaube ich, dass wir hier Wale sehen. Unser Hai. Also außer die Toten, die da immer am Strand liegen. So, was ist das jetzt hier? War das jetzt hier ein Dorf? Nee. Nur ein paar Büsche. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob Wale... Also, geben tut es da sicherlich welche. Aber... Ich glaube, die sieht man ja auch immer nur zu bestimmten Zeiten, wenn die da gerade von einem Ort zum anderen ziehen. So, wir gucken jetzt hier erstmal. Obwohl, wir sind eigentlich gar nicht durstig. Nee, das können wir uns sparen. Wir gehen weiter. Das sind doch Häuser, oder? Beim letzten Mal auch schon da, als wir hier lang gelaufen sind. Sieht ja erstmal verlassen aus. Aber der grüne Punkt, das heißt doch hier, unsere Freundin ist in der Nähe, oder? Oder ist das... Ach, diese Möwen machen mich auch ganz irre. Ach ja, da ist sie doch. Gut, okay. Alles klar. Was bringt sie uns? Oh, lass das frei. Ja, danke. Wirklich jetzt? Yummy. Sehr freundlich von dir. Na, guck mal, wir könnten, glaube ich, auch unsere Batterie, die wir noch, die wir noch mit uns rumschleppen, in dieses, ja, dann können wir fahren. Das überlegen wir uns nochmal noch. Oh, Pfeile, oder? Cool. So schön. Wir schlagen jetzt einfach mal hier unser Lager auf. So, das reicht jetzt auch schon. So, nochmal kurz speichern. Und dann schlafen. Ja, die hat mehrere Arme und Beine. Die haben doch da irgendwelche Experimente gemacht auf der Insel. Okay. Hallo, aufsammeln. Und durch diese Experimente irgendwie ist sie dann so, ja, verunstaltet. So. Ich muss mich jetzt hier nochmal ein bisschen im Hellen umschauen.
So, hier waren wir ja als erstes drin, ne? So, hier. Waren wir hier drin? Nee, scheinbar nicht. Weil da lag jetzt noch Stock und Pfeile, sind hier auch noch. Die nehmen wir auch noch an uns. So, und in dem Großen waren wir schon. Aber witzig, das scheint ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie fuhr man denn? Ach so, mit dieser Steuerung. Oh, das ist auch echt nicht so meins, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Okay. Mal so einfach. Und da muss man mit der Maus immer noch gucken, dass man auch noch in die richtige Richtung guckt. Tricky. Ein bisschen... Oh. Und wir haben Hunger. Also was richtig krasses haben wir jetzt auch nicht gefunden, da. Irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Mein alter Kollege, du meinst Calvin wahrscheinlich, ja. Aber meistens, wenn ich solche Erkundungstouren mache, dann kommt er irgendwie immer nicht so richtig hinterher. Und irgendwann taucht er dann wieder auf. Nur wir essen jetzt hier erstmal was. Kommen wir hier raus? FG. So. Ach, das ist irgendwie nicht so meins hier mit dem... Siehst du hier, er... Ach, kannst du das hier sehen? Ja, da, er ist auf dem Weg zu uns. Essen. So, wir essen jetzt erstmal hier dieses rohe Fleisch, auch wenn das vielleicht nicht so lecker ist. Aber es wird sonst nur schlecht. Und dann haben wir auch nichts von. So, und ansonsten, was haben wir? Wir haben auf jeden Fall sehr viel davon. Nee, das ist er wohl auch nicht. Nehmen wir noch davon ein. Jetzt nicht so ergiebig. Und trinken wir noch was? Und falls wir jetzt noch mal wieder an einem Fluss oder an einer Quelle vorbeikommen, dann gehen wir doch mal ein Stück rein. Um zu trinken. So, hier wieder ein paar Boote. Aber er scheint hier nicht zu sein. Wir schauen mal, das ist wie so ein paar Bojen. Noch ein paar Bojen. Ein paar Bretter. Noch ein Boot. Hier scheinen einige angekommen zu sein. Aber ein Lager oder ähnliches kann ich jetzt nicht sehen. Ist natürlich aber auch unter den Sichtbedingungen hier ein bisschen schwierig. Da hinten scheint aber auch wieder irgendwas zu sein. Na, da in die Richtung schauen wir jetzt mal. Mal kurz Finger wechseln. So. Nun.
So. Was ist das? Hä? Wir sind doch hier schon mal lang gelaufen. Ich kann mich daran nicht erinnern. Geht, das andere ist kaputt. Hier ist noch eine Kiste. Na gut, das nehmen wir jetzt sicherlich nicht mit. Noch mehr drin? Nee, nur das. Aber auf dem ist auch noch eine Kiste, die machen wir auch noch auf. Ist gut. Weil ein Drucker ist. Also, wenn wir irgendwann mal diesen Drucker finden, diesen 3D-Drucker, dann können wir drucken bis ins Unendliche. Flasche. Ja, gut. Und ein paar Seile, das ist sehr gut. Da bin ich ja jetzt schon ein bisschen an mir selbst, ja. Dafür, dass wir hier eigentlich überall schon mal waren. Ich mich da so gar nicht dran erinnern kann. Es ist ja doch relativ viel, was wir hier finden. Also nicht schlecht. Leiterplatte. C4. Hier sind nämlich auch so ein paar Batterien. Davon haben wir aber jetzt schon eine gehabt. Oh, was war da jetzt da noch? Mensch. So eine Uhr. Seil noch. Papierzielscheibe. Das wäre wahrscheinlich für mich mal gar nicht so schlecht, ein bisschen zu üben. Nee, erfrieren tut man nicht. Man hat allerdings noch ein bisschen weniger Ausdauer als sonst. Aber ansonsten... Ich dachte auch, dass vielleicht dann irgendwann mal die Gesundheit sinkt, aber bis jetzt, toi toi toi, passiert nichts. Oh nee, also. Es ist mal ganz lustig, aber erstmal sehe ich dann noch weniger, wenn ich mit so einem Teil fahre, weil ich mich auch einfach zu sehr auf dieses Lenken konzentriere. Und mir kommt ja jetzt schon nur noch die Hälfte bekannt vor. Von dem, was ich hier so sehe. Also, wenn ich mehr mit Tastatur spielen würde, wäre das wahrscheinlich gar nicht so problematisch. Aber da ich ja eigentlich eher die Konsolenspielerin bin, man merkt das ja auch jetzt immer. Ich muss halt immer manchmal noch gucken, wo die Tasten sind, die ich gerade so brauche. Und ich verdrücke mich ja auch oft genug, weil ich das einfach zu selten... Oh, das sieht aus nach einem Dorf, weil ich das einfach zu selten mache. So, da hängen doch schon irgendwie ein paar Sachen. Oder beten die da? Oh, Alter. Sind das Mutanten? Wir gehen hier mal rum. Wir gehen mal rum und beobachten weiter. Die sind ja festgebunden, oder? Ja, die sind festgebunden. So, da ist eine Frau. Hier ist wieder einer mit einer Keule.
sieht auch nicht so sympathisch aus. Mal stehen. Ich laufe hier nicht so viel hin und her. Bleib einfach mal stehen. Aha. Das sind aber viele, ne? Und die sind auch immer ziemlich schwierig. Oh, der sieht aber auch gefährlich aus. Die mit den goldenen Masken. Erfahrungsgemäß sind die mit Vorsicht. Nein! Du Bastard! Oh, ich habe vor allem auch gar nicht mehr so viel Holz hier. Ich kann gar nicht so viel Spieße machen, wie ich jetzt hier wahrscheinlich gleich brauchen werde. Hä? Ich will... Achso, Messer brauchen wir noch. Ja. Stimmt. Was brauchen wir jetzt noch? So, wir brauchen... Das ist ja auch doof. Wir brauchen immer zwei, um einen zu machen scheinbar. Na komm, dann jetzt erstmal du hier, Freund. Okay, dann doch nicht du. Nee, wir hatten doch jetzt hier schon wen getroffen. Na, dich hatten wir auch noch nicht getroffen. Dich auch nicht. Dich hatten wir schon getroffen. Der hat auch Rüstung noch. Das ist alles nicht so cool. Also wir haben doch vorhin schon dem einen verpasst und dem anderen auch noch ein bisschen was verpasst. Das sind ja die. Da kommt auch der mit den vielen Spießen. Dass man die hier auch so schlecht separieren kann, ist halt auch doof. Ich habe eine gute Idee. Haben wir wenigstens erstmal ein paar. Ich kann schon fast sagen, dass das ein bisschen Spaß macht. So, dann holen wir uns erstmal unsere Stöcke hier wieder. Guck mal, da sind sogar hier diese Mutantenbabys. Die kommen ja eigentlich immer in einer relativ großen Gruppe. Sind das jetzt nur zwei? Hier ist wieder gar nicht. Jetzt konnte ich den anderen noch nehmen, das ist gut. War das jetzt noch ein ganzer Speer? Ja, sehr schön.
gucken, jetzt kommen sie hier, die Babys. Oh, das, die sind doch so klein. Wo ist das? Okay, die kommen immer in so Gruppen. Ich hätte überhaupt eins getroffen hier. Naja, wenigstens eins. Rassiges Baby hat mir ja schon wieder eine Rüstung gekostet hier. Na komm. Okay. Das ist halt immer ein bisschen schade, weil die selbst gar keine... Ja, die kommen halt immer in so großen Gruppen. So von 6 oder manchmal auch mehr. Da hier hinten läuft auch noch eins. Hier ist auch noch eins. Jetzt kommen hier noch 1, 2, 3. Eigentlich will ich die gar nicht töten, weil die kosten mich eigentlich nur Rüstung. Und, was jetzt? Ja, zwei Rüstungen, scheiße. Schraubenklappen. Ah, schön wär's. Schön wär's. Ist hier schon wieder irgendwo eins, hörst du? Alter. Wo ist denn jetzt hin? Hm. Machen wir mal noch einen Stock. Ist schon mal gut grundsätzlich. Schön. Was? Jawollo. Ich hätte mir vielleicht mal noch meine Stücke wieder nehmen sollen. Guck mal. So. So. Ich gehe jetzt noch mal kurz was trinken. So, jetzt sammeln wir hier mal die ganzen Knochen ein. Wo hier wieder irgend so einer angelaufen kommt hier. Vor allem, warum habe ich denn den Stein in der Hand?
So, das ist Kelvin. Jetzt habe ich mich schon kurz erschrocken. Nee, es ist noch zu weit weg vom Feuer. So, hier. So, dann brennt der auch noch. Macht der uns auch noch ein paar Knochen? Wir können derzeit schon mal ein bisschen bauen. Und manchmal weiß ich auch nicht, warum. Gut, dass wir so viel Seide gefunden haben. Natürlich nicht. So, jetzt haben wir hier noch mehr Knochen. Sammeln wir jetzt auch ein. Okay, die können wir scheinbar schon nicht mehr aufnehmen. Dann müssen wir nochmal schnell basteln. Dann haben wir schon wieder gar keine Seile mehr. Ja, ich mache gleich Pause. Ich wollte hier nur kurz noch mal das zu Ende machen. So, jetzt hier noch mehr Knochen. So. Wir machen eine kurze Pause. Wie viel konnten wir jetzt herstellen? Na ja, doch ein paar. Nein, haben wir schon mal zwei Reserve. Ist ja nicht schlecht. Okay. Bis gleich. Ich hole mir was zu trinken. 3 Minuten. Geht's weiter.